Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute starten wir wieder rein mit der HSV-Karriere. Wir sind ja in der letzten Folge aufgestiegen und das bedeutet, in diesem Jahr stehen ordentlich Transfers an, damit wir nächstes Jahr auch tatsächlich in der ersten Liga bleiben können. Zuallererst gehen wir dann dazu einfach mal auf unseren Kader ein. Das wäre aktuell dann unser Kader, wenn wir unser erstes Spiel in der Liga machen. Es wird sich natürlich noch ordentlich was ändern. Zum einen ist gerade in den letzten Spielen so ein Zweikampf zwischen Arp und Kone in der Sturmspitze ausgebrochen. Das bedeutet, ich bin mir da noch nicht mal hundertprozentig sicher, wer letztendlich im Sturm spielt. Bei Hinterseher habt ihr häufig in den Kommentaren geschrieben, den sollen wir einfach mal auf die Transferliste geben und schauen, ob wir für ihn Angebote bekommen. Wenn ja, müssen wir einfach mal schauen, ob wir ihn für ein Angebot, was höher ist als sein Marktwert, ob wir ihn dann tatsächlich ziehen lassen. Das wäre definitiv eine Option. Dann Adrian Fein wird uns zum Saisonende verlassen, der hatte ja nur eine Einjahresleihe beim HSV. Sollte der wirklich jetzt kaufbar sein, direkt wenn er zurück zum FC Bayern geht und Bayern ihn wirklich abgeben, dann werden wir ihn definitiv holen, ist so das Transferziel Nummer 1. Und was auch noch ein großer Wunsch von euch war, dass wir uns mal nach Kempf umschauen. In der Defensive, der hat uns ja auch richtig gut gefallen, als wir gegen Stuttgart gespielt haben. Also der wäre für unsere Defensive auch nochmal eine Option. Dafür müssten wir allerdings den einen oder anderen abgeben. Ich habe hier schon Everton würde ich abgeben. Und also Jakobs würde ich verleihen, Martin würde ich verleihen, Fisser würde ich verleihen, Winzheimer verleihen, Jung würde ich verkaufen, Knoss würde ich verkaufen, Hand, Moritz und Narei. Das sind so die Spieler, die ich abgeben würde. Dann würden wir unseren Kader erstmal ordentlich dezimieren und damit könnte dann natürlich auch Spielraum geschaffen werden für den ein oder anderen Transfer, mit dem man jetzt aktuell vielleicht noch nicht rechnen kann. Außerdem habe ich mir jetzt nochmal überlegt, schaue ich nochmal in die Jugendschule rein, wen wir denn so aussortieren könnten. Ronald Winkler als Keeper kommt einfach mal hoch, weil wir auf der Keeper-Position nicht ganz so gut aufgestellt sind, passt dort ganz gut rein. Ansonsten würde ich mal Talente aussortieren, die nicht mehr so hohes Potenzial erreichen. Einen habe ich gerade eben schon gefunden, allerdings ist das auch der einzige. Der hatte nur noch ein 82er Potenzial, war der Rechtsverteidiger Rodney van der Linden. Der ist jetzt einfach mal rausgeflogen, aber die restlichen Jugendspieler, die sehen eigentlich ganz interessant aus. Und wenn Barbier hier, der Franzose, endlich 16 Jahre alt ist, wird er natürlich auch direkt hochgezogen. Ist so der Einzige, der schon das 60er-Rating hat und dabei gehört er zu den Jüngsten aktuell in unserer Jugendschule. Wir sind jetzt am Beginn der neuen Saison angekommen. Deutschland und die Niederlande bestehen oder überstehen die Gruppenphase, kennen wir bereits. Komischerweise gerade aus der EM-Quali. Und wir schauen natürlich auf unseren Kader, denn Fein ist jetzt leider weg und ich habe euch ja schon vorhin angekündigt, Fein wird wirklich das Saisonziel Nummer 1 oder das Transferziel Nummer 1. Das ist der Spieler, der im letzten Jahr richtig gut bei uns gespielt hat und sollten wir den wirklich komplett verpflichten können, wäre das natürlich ein Traum. Wir haben insgesamt sage und schreibe 41 Millionen, also transfermäßig lässt sich nochmal deutlich mehr machen, als ich mir erträumt habe. Ich habe gedacht, wir haben 15 bis 20 Millionen, um ehrlich zu sein. Dann gehen wir auch schon direkt in die erste Verhandlung rein und zwar Adrian Fein. Mal sehen, wie viel Bayern für ihn haben möchte. Ich fange einfach mal an mit 6,5 Millionen. So sind wir über Marktwert. Der Assistenztrainer hat zwischen 8 und 13 geraten und wir stehen jetzt eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Allerdings möchte ich eigentlich das Ganze ohne Weiterverkaufsgebühr haben, dass wenn wir ihn verkaufen, dass wir dann auch ordentlich Gewinn machen können. Und ja, Bayern nimmt das Ganze einfach mal an. Das ist natürlich ideal. Und damit ist es jetzt ganz offiziell. Adrian Fein wird unser erster Neuzugang in unserem Kader für die erste Bundesliga. Ich habe ja schon gesagt, das ist wirklich einer unserer Wunschspieler. Jetzt klappt es, jetzt können wir ihn verpflichten. Und er kommt natürlich auf die ZDM-Position neben Kin Zombie. Aber ihr habt ja mitbekommen, wir haben jetzt doch ein wenig mehr Geld als gedacht, haben jetzt auch ein paar Leihspieler zurückbekommen, aber aufgrund dessen, dass wir so viel Geld haben, werde ich sogar nochmal ein Regal weiter oben eingreifen und vielleicht den ein oder anderen Spieler versuchen zu verpflichten, an den ich davor überhaupt nicht gedacht habe. Also, irgendwie ist dieser Karrieremodus absolut verbuggt. Und zwar, ich kann euch was zeigen, ihr seht hier Knost. Ich würde ihn gerne auf die Transferliste setzen, funktioniert nicht. Leihliste streichen, habe ich raufgedrückt. Wir schauen jetzt mal rauf. Oh, wir müssen ihn immer noch von der Leihliste streichen. Das Ganze geht 10 Mal, ich kann das Spiel neu starten.
Ich kann ganz normal rausgehen und wieder in die Teamzentrale rein. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Wir kriegen diesen Spieler nicht von der Leihliste. Unglaublich, unglaublich geil. Unglaublich geil, was wir jetzt mit unserem Kader machen können. Wir können einfach keinen einzigen Doch, die anderen können wir. Wir können einfach manche Spieler, bei Martin geht es jetzt hier, aber manche Spieler können wir einfach nicht ändern. Sehr, sehr genial. Dann wäre er sogar schon einer der Kandidaten, bei denen ich für 78.000 Euro tatsächlich den Vertrag auflöse. Damit wir dieses Problem umgangen haben und ja, die anderen jungen Spieler kommen, wie gesagt, zu 95% tatsächlich auf die Leihliste. Und jetzt ist es endlich soweit, die ersten interessanten Angebote kommen rein. Erstmal Lars Fisser per Leihe nach Portugal. Das Ganze nehmen wir natürlich an. Ich hoffe auch, dass Lars Fisser damit in Ordnung geht. Und dann haben wir hier noch Gideon Jung, Transferangebot zu Sampdoria Genua, 4,9 Millionen. Da sage ich sogar, dass ich das Ganze direkt annehme, denn das ist ein Spieler, den ich definitiv loswerden möchte. Des Weiteren haben wir Timo Letschert. Dort möchte Wolverhampton einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Aber Letschert aktuell unser bester Defensivspieler. Deswegen den werde ich definitiv nicht abgeben. Wenn Jung allerdings geht, dann wäre natürlich noch ein interessanter Mann Kempf, denn der spielt beim VfB Stuttgart. Wir können gleich mal schauen, ob Stuttgart überhaupt aufgestiegen ist. Vielleicht haben sie auch die Relegation sogar verloren und Stuttgart aktuell Leistenbruch, in 5 Wochen wieder fit, trotzdem wäre das definitiv ein interessanter Mann für die Innenverteidigung und Stuttgart hat es tatsächlich nicht geschafft aufzusteigen, das bedeutet für ihn wäre das natürlich auch noch ein Fortschritt in der Karriere. Nachdem wir jetzt das erste Vorbereitungsspiel 1:1 gespielt haben, geht es gegen die nächste Mannschaft ran und wir spielen 3-3, Doppelpack Kittel, also Kittel scheint sich auf der 10er Position wohl zu fühlen, allerdings punktemäßig sieht es aktuell noch überhaupt nicht gut aus. Ein weiterer Spieler, den ich häufiger in den Kommentaren gelesen habe, den ich auch persönlich sehr interessant finde. Es ist ein Ersatz-Zehner und zwar Ayman Barkok. Ist in Real Life aktuell an Fortuna Düsseldorf verliehen, eigentlich allerdings unter Vertrag bei Eintracht Frankfurt, wie ihr hier seht. Und den werde ich einfach mal beobachten. Kann als ZM und als Zehner spielen und der wäre natürlich dann für uns ein idealer Ersatzspieler für Kittel. Und ja, da brauchen wir noch was, denn wir haben aktuell keinen einzigen Spieler hinter Kittel und Hand würde ich tatsächlich noch gerne verkaufen. Der letzte Jugendscout-Bericht aus Österreich, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde jetzt nicht, dass hier noch irgendein interessanter Spieler bei ist. Wir haben jetzt sowieso eine relativ, ja, ich sag mal, dichte Jugendschule. Das bedeutet, da möchte ich jetzt nicht mehr jeden Spieler mit reinziehen. Und in den Niederlanden können wir auch mal nach unten durchgehen, ob da nochmal irgendwas Interessantes ist. Da gefällt mir der Marktwert nicht, da müssten wir zu viel trainieren. Und ansonsten sieht es potenzialmäßig nicht so stark aus, also auch in den Niederlanden werden wir jetzt die Jugendspieler alle ablehnen. Ich hoffe, wie gesagt, noch, dass wir hier ein paar Transferangebote reinkriegen, denn ich möchte unsere Mannschaft eigentlich noch mal ein bisschen mehr aussortieren. Letztes Gruppenspiel, es sieht aktuell danach aus, als wenn wir ausscheiden und wir gewinnen das Ganze sogar noch durch ein Tor von Amici, der eingewechselt wird. Natürlich Werbung in eigener Sache für ihn und damit stehen wir tatsächlich gegen Sassuolo im Halbfinale. Eines unserer Top-Talente will abgeworben werden. Rene Drexler hat, glaube ich, sogar das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Das werde ich definitiv ablehnen. Den habe ich nicht mehr auf der Transferliste. Den möchte ich eigentlich definitiv halten. Aber Deportivo La Coruña möchte auch Gideon Jung haben und das nehme ich dann natürlich ebenso an. Gideon Jung verkauft sich jetzt allerdings schon vorher zu Sampdoria Genua. Wir kriegen 3,5 Millionen. Deswegen stockt der Transfer bei Deportivo La Coruña und Fisser tatsächlich ausgeliehen nach Portugal. Und damit mit dieser Nachricht gehen wir jetzt rein in unser letztes oder vorletztes Spiel im vorletztes Spiel tatsächlich. Kittel trifft wieder, Kone auch, also scheinbar funktioniert es ganz gut. Und damit stehen wir im Pokal, sogar im Finale, im Vorbereitungsturnier. Everton, auch noch ein Transferangebot. Also, gerade zur Zeit läuft es ganz gut und das ist auch ein Spieler, bei dem haben wir uns wirklich mehr erhofft. Allerdings ist das Transferangebot jetzt echt mickrig. Aber wenn wir den verkaufen, dann wäre ich bereit, Kempf zu holen. Das bedeutet, ich werde da mal in die Verhandlung gehen, versuchen nochmal über 2 Millionen wenigstens rauszuholen, dass wir ihn dann abgeben können und uns Oliver Kempf vielleicht für die Innenverteidigung holen. Wäre ein ordentlicher Spieler und ja, damit gehen wir jetzt erstmal in die Transferverhandlung bezüglich Everton. Und wenn alles gut läuft, dann holen wir tatsächlich nochmal 1 Million mehr raus. Also 2,75 Millionen. Ich wäre tatsächlich mit den 2 Millionen schon zufrieden und mit den 2,75 Millionen bin ich dann natürlich umso zufriedener. Rene Drexler, unser Jugendspieler mit sehr, sehr viel Potenzial,
Letztendlich werden sie sicher einen Ersatzinnenverteidiger suchen, aber geben sie mir die Chance für ihn zu spielen. Ich glaube, ich schaffe das. Und zwar hat das den Bezug auf Gideon Jung. Ich sag jetzt einfach mal streng dich an und dann kann es klappen. So ein bisschen Push, ein bisschen Motivation für die Jugendspieler tut denen natürlich immer gut. Bevor es weiter in die Transfers geht, erstmal das Finalspiel. Vielleicht können wir den Vorbereitungscup sogar gewinnen und das ist sogar... Nein! Leibold verletzt. Wir gewinnen zwar mit 4:0, Kittel wieder ein Doppelpack. Also das ist wohl die Traumposition für ihn. Aber bitte lass Leibold nicht lange verletzt sein. Das ist einer der konstantesten und wichtigsten Spieler im letzten Jahr gewesen. Das ist jetzt unglaublich wichtig, dass der nicht lange verletzt ist. 5 Wochen. Ein Glück. Ich habe jetzt übrigens geplant, dass wir Jamra auf rechts zu Beginn in der ersten Liga haben, Leibold auf links und Wagnumann so den polyvalenten Ersatzspieler für beide Seiten. Der kann nämlich Linksverteidiger und Rechtsverteidiger spielen und damit sind wir eigentlich auch auf der Ersatzposition recht stark aufgestellt. Und ja, hier jetzt bezüglich Van Drongelen, den möchte ich definitiv nicht abgeben. Wer auch noch in den Kommentaren stand zur Verstärkung unserer Defensive mit vielleicht auch ein wenig Erfahrung, einmal Hanno Behrens, der jetzt leider nicht mehr bei Nürnberg spielt, deswegen fällt er raus. Er war letztes Jahr auch schon bei Alba unterwegs und ihr seht, wir müssten 8,4 Millionen bezahlen und das ist mir für diesen Spieler einfach deutlich zu viel. Und dann haben wir noch Ilsanker von RB Leipzig und da würde ich einfach sagen, der ist sehr schön polyvalent einsetzbar. Er könnte in die Innenverteidigung einrücken, als Rechtsverteidiger spielen und noch als ZDM. ZDM wäre dann wahrscheinlich seine Hauptposition und auf dieser Position haben wir aktuell mit Fein, Kinzombi, Fein natürlich ZDM, Kinzombi ZDM und dann noch Duziak, 3 Spieler eigentlich nur. Da wäre ein 4. Spieler nicht schlecht. Ob das jetzt Stefan Ilsanker wird, das lasse ich einfach erstmal so dahingestellt. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde da eigentlich sogar eher einen Jugendspieler ran trainieren. Und den hätten wir ja schon in Form von Bindhammer. Der hat euch auch mega gut gefallen. Und dann würde ich lieber Bindhammer diese Spielzeit geben, sage ich ganz ehrlich. Und dann ihn als 4. ZDM. Wir haben auch aktuell noch Jonas David. Ein Plan Jonas David würde ich abgeben, falls da irgendwas reingeht. Aber das wären dann die 4 ZDMs und ich sag ganz ehrlich, damit bin ich dann eigentlich sogar schon für die Saison ganz zufrieden. Nochmal ein interessantes Angebot für Hinterseer. 5,5 Millionen für den 29-jährigen Stürmer aus Österreich und ich versuche das nochmal über 6 Millionen zu bekommen. Aber dann nehme ich das definitiv an, denn ihr habt mir einen interessanten Ersatz noch reingeschrieben. Erstmal haben wir ja Kone und Arp. Aber Silas von Stuttgart, der konnte ja auch schon positiv auf sich aufmerksam machen und ist ein junger, schneller Spieler, der eventuell, ihr habt es mir zumindest geschrieben, auch relativ groß ist, damit auch Kopfballduelle gewinnen kann und dazu noch schnell. Also der wäre natürlich ein Traumersatz für Lukas Hinterseer. Dazu auch noch, fällt mir gerade ein, bester Torschütze der 2. Liga gewesen. Also wenn der jetzt nicht in die 1. Liga möchte, dann weiß ich auch nicht weiter. Und wir haben oben, ihr seht es, 50 Millionen. Also wir müssen langsam mal Geld ausgeben. Okay, mit Hinterseer hat es leider nicht geklappt. Die wollten tatsächlich nicht einen einzigen Cent nach oben gehen. Also ich habe da wirklich immer, ich bin da 500.000 teilweise nach unten gegangen. Und die haben sich nicht um einen einzigen Cent bewegt. Das bedeutet, bei Hinterseer wird das erstmal nichts. Allerdings können wir mal schauen, ob wir ihn vielleicht noch an einen anderen Club abgeben können. Drexler, den werde ich definitiv nicht abgeben, auch nicht per Laie und auch nicht an Werder Bremen. Aber mittlerweile abgegeben tatsächlich ist Everton, er wechselt für 1,9 Millionen zu Startrennen. Bei Marc-Oliver Kempf kennen wir jetzt mittlerweile den Marktwert, das bedeutet, da werde ich in die ersten Verhandlungen reingehen. Mal sehen, ob wir dort zu einer Einigung finden. Ich möchte so eigentlich definitiv unter 15 Millionen bleiben. Am besten wäre es tatsächlich, wenn wir sogar unter 13 Millionen bleiben können. Mal sehen, was der VfB Stuttgart dazu sagt. Und ja, wir einigen uns bei 10% Weiterverkaufsgebühr bei dann 12,4 Millionen. Das ist für mich definitiv in Ordnung. Beim Vertrag sollten wir keine Probleme haben. Der sollte eigentlich direkt angenommen werden, unser Vertrag. Und dann hätten wir, glaube ich, sogar die Stamminverteidigung aus Letschert und Kempf. Also das ist nochmal ein großes Upgrade, denke ich mal. Ich würde jetzt Kempf so auf eine 78, 79 schätzen. Und damit ist er dann natürlich auch schon mit Abstand unser stärkster Defensivmann. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Gesamtrating hat Kempf. Er hat eine 77, damit ist er der Stärkste. Ich habe ihm sogar die Ausstiegsklausel gelassen. Sage ich ganz ehrlich, einfach aus dem Grund, wenn den jetzt jemand für 23 Millionen rauskauft, dann wäre ich damit zufrieden. Das wäre mehr als das Doppelte des Marktwertes. Das bedeutet, das hätte ich definitiv nicht abgelehnt. Kempf kommt natürlich in die erste Mannschaft rein. Damit ist erstmal
Rick van Drongelen Ersatzspieler, aber das geht, denke ich, mal in Ordnung. Mai wird sich wahrscheinlich noch verleihen. Bates ist auf der Transferliste. Mal sehen, ob wir den abgeben können. Und erstmal Stammspieler in der ersten Elf wird sein Kempf. Das bedeutet, so sieht jetzt unsere erste Mannschaft aus. Und das sieht doch so langsam richtig solide aus. Die nächsten Spieler, die uns verlassen, zum einen Jakobs ausgeliehen, Einjahresleihe, dann haben wir Ambrosius verkauft für 750.000 und Mai ebenfalls ausgeliehen per Einjahresleihe und start, wie der Zufall es will, zu einem Ex-HSV-Trainer, zu Hannes Wolf, zum KLC Genk. Und damit haben wir unseren Kader jetzt auch schon ein wenig ausgedünnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt noch auf der Reservebank gerade mal 8 Spieler, die jetzt auch nicht unbedingt so mega stark sind. Sogar Spieler, die auch noch auf der Leihliste sind größtenteils. Und ich bin jetzt eigentlich zufrieden. Ich möchte natürlich noch selber Transfers tätigen. Habe da auch den ein oder anderen noch im Visier. Allerdings bin ich von den Abgängen eigentlich schon relativ zufrieden. Bezüglich Silas, da werde ich jetzt erstmal noch warten, ob wir irgendeinen Stürmer abgeben können. Ansonsten haben wir tatsächlich im Sturm ein Überangebot. Er wäre ein relativ ähnlicher Spieler zu Kone. Wie groß ist er jetzt eigentlich? 1,89. Er wäre wirklich ein Traum. Ich werde es einfach mal versuchen und zwar werde ich die Verhandlungen beginnen lassen und ich werde versuchen, Hinterseher einfach mit einzureichen, weil dann haben wir Hinterseher automatisch weg und hätten eventuell Silas, den besten Zweitligastürmer der letzten Saison. Und ich möchte natürlich Spielertausch, Stürmer und Hinterseher. Was sagen Sie dazu? Sie sagen dazu, Sie wollen noch 5 Millionen obendrauf. Wenn wir das unter 3 Millionen kriegen, dann wäre ich damit eigentlich sogar mega zufrieden. Und ihr seht es schon, wir kriegen tatsächlich meinen Wunsch umgesetzt. Wir kriegen es unter 3 Millionen und damit nehme ich das an. Lukas Hinterseher plus 2,5 Millionen, das bedeutet, wir bezahlen umgerechnet 8 Millionen für Silas. Wenn wir Lukas Hinterseher verkauft hätten und die Ausstiegsklausel gezogen hätten bei Silas, dann wären wir bei 7,6, glaube ich, gelandet. Also wir bezahlen jetzt ein wenig mehr. Dafür haben wir jetzt definitiv den Stürmer, den wir haben wollen. Haben dazu noch den Spieler, den wir nicht mehr haben wollen, sage ich mal laut euren Kommentaren, abgegeben. Und sind jetzt nochmal besser vorne aufgestellt. Dazu muss man sagen, sehr, sehr junger Spieler. Hat ordentlich Potenzial. Ich gebe ihm jetzt extra nur die Rolle wichtig mit 5-Jahres-Vertrag. Das Ganze ist doch ein Traum. Ich bin gespannt, wie viel Gehalt er nachher haben möchte. Aber ich hoffe mal, dass das auch nicht zu viel sein wird. Ich denke mal, mit 25 könnte er sich schon zufrieden geben. Und damit, ja, haben wir einen neuen Stürmer, geben einen alten Stürmer ab. Und zwar der nächste Neuzugang ist Silas, damit der zweite Stuttgarter. Also Stuttgart nach dem Aufstieg, die kaufen wir so ein wenig leer. Aber das wäre sogar noch... Das sind sogar noch relativ realistische Transfers, wenn eine Mannschaft nicht aufsteigt, dass sie so ein wenig leer gekauft wird, wenn sie relativ weit oben mit dabei waren. Stuttgart war ja bis zur Relegation mit dabei und ja, Adrian Fein, vielleicht nicht ganz so realistisch, aber ich habe euch ja gesagt, mir geht es in dem Karrieremodus tatsächlich nicht mehr um Realismus, denn es ist einfach schwierig umsetzbar. Wir kriegen so mega viel Geld und ich möchte auch einfach den ein oder anderen Transfer tätigen, der jetzt vielleicht nicht unbedingt so mega realistisch ist. Ich werde Silas sogar direkt in die Sturmspitze packen, denn er ist aktuell gesamtratingmäßig sogar unser bester Stürmer. Und der letzte Spieler, den ich ganz gerne noch in dieser Folge kaufen möchte, das ist Ayman Barkok. Das Gute ist, bei ihm läuft sogar der Vertrag aus. Das bedeutet, den könnten wir eventuell günstiger kriegen, als sein Marktwert aktuell ist. Und wir schauen einmal rein. 5,5 Millionen. Ich würde sagen, wenn wir den unter 6 kriegen, wäre ich damit zufrieden. Junger Spieler mit Potenzial. Hat, glaube ich sogar, ich bin mir unsicher, hat er nicht sogar die 4 Sterne Skills? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall sehr, sehr interessanter Mann für unsere 10er Position und könnte auch noch in Zukunft dann die Kittelposition übernehmen, da er noch deutlich jünger ist. Und mal sehen, für welchen Kaufpreis wir ihn letztendlich bekommen können. Also, ist auch relativ groß. 4 Sterne Skills seht ihr jetzt auch nochmal und wir bekommen ihn für sage und schreibe 4,5 Millionen. Das bedeutet 1 Million unter Marktwert, wenn der gleich nicht fallen sollte. Wir kümmern uns jetzt noch schnell um seinen Vertrag und dann hätten wir den nächsten neuen Spieler. Das Gute an dem Mann ist auch noch, dass er erstmal jung ist. Damit folgen wir eigentlich unseren anderen Transfers, relativ junge Spieler zu kaufen. Und wir kaufen natürlich Spieler, die schon Bundesliga-Erfahrung haben. Und das finde ich natürlich auch besonders gut. Auch wenn wir jetzt nicht mehr groß auf den Realismus achten, trotzdem finde ich es cool, wenn die Spieler schon Bundesliga-Erfahrung haben, die wir verpflichten. Und Ayman Barkok ist jetzt tatsächlich unser nächster neuer Mann. 4. Neuzugang und er hat ja an Marktwert leider ein bisschen einbüßen müssen, allerdings immer noch 5 Millionen und wir bezahlen gerade mal 4,5.
Was mir jetzt allerdings noch ein bisschen fehlt, sind so die Ersatzspieler auf den Flügeln. Da habe ich jetzt noch jemanden im Visier, da möchte ich euch allerdings abstimmen lassen. Oben rechts auf dem I, ob wir diesen Spieler verpflichten sollen. Ich kann euch einmal meine Mannschaft zeigen. Wir haben mit Jatta und Hanik aktuell unsere Flügelspieler. Kittel spielt jetzt ja für uns auf der 10, aber dann hätten wir nur Amici tatsächlich oder Bräun als weiteren Ersatzspieler für die Flügel. Man könnte natürlich auch Arp oder Kone dort auflaufen lassen. Allerdings haben wir keinen so richtigen dritten Stammspieler auf den Außenbahnen. Aus dem Grund möchte ich da nochmal tief in die Tasche greifen. Und der stand natürlich auch in den Kommentaren. Ich möchte gerne Diaby von Leverkusen losreißen. 21-jähriger linker Mittelfeldspieler, hat schon ein 76er Gesamtrating, passt ganz gut bei uns rein. Wir haben ja junge Spieler mit Bundesliga-Erfahrung gekauft, da wird er perfekt natürlich reinpassen. Deswegen stimmt das Ganze einfach mal oben ab. 4 Transfers haben wir jetzt schon. Wir haben halt immer noch 25 Millionen an Transferbudget. Das bedeutet, da lässt sich noch ordentlich was machen. Ich hoffe allerdings, dass euch jetzt die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Solltet ihr neu auf dem Kanal sein, dürft ihr natürlich auch liebend gerne ein Abo da lassen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.